Hallo und herzlich willkommen hier aus den dunklen Unterwasserkanälen unter dem Marketplace. Wir wollten ja, haben wir letztes Mal angekündigt, versuchen diese Undying-Blockage irgendwie zu beseitigen und wir hoffen natürlich, dass dieses mitgebrachte Mittel irgendwie funktioniert. Ach so, ich dachte, wir wollten jetzt den Kanal reinigen. Na gut, dann machen wir die Undying-Blockage weg. Hallo auch von mir, dem Alt-Ernie, und wir hoffen wirklich, dass unser Mittel A nicht nur reinigt, sondern B auch das Ding wegmacht. Es geht. Ui, ich bin hingerissen. Obwohl, wir haben doch zwei, ne? Du eins, ich jetzt. Hätten wir das mit dem Kanal rein, den Donner probieren können? Ja. Das Mittel scheint besser zu sein als Domestos. Definitiv. Es hat das hier geht's raus. Oh, eben. Yeah. Naja, so viel, glaube ich, war das nicht. Ich glaube, das wird jetzt recht dunkel sein, ne? Ja, komisch, ne? Ja. Ist ein Fehler im Spiel. Ja, er zeigt uns Sonnenlicht an und wir kommen raus und es schüttet aus Eimern. So, gleich in die Richtung, gleich nach oben. Ja, unten ist ja nichts weiter, das ist ja alles. Ja, stimmt, da ist ziemlich wenig. Und da drüben waren irgendwie die Gärten oder ja, so? Ja, da müssen wir auch noch rein mit der Bibliothek und KKG. Erstmal den Waypoint holen. Gut. Aber erstmal werden wir uns mit dem General rumprügeln, würde ich sagen. Na gut. Und hier unten sind auch noch Schergen von ihm. Ja, ich dachte schon, das ist gerade verdächtig still, habe ich gerade gedacht. Verdächtig, verdächtig. So, hier ist nichts. Ach, Jungs. Ja, da müssen wir eigentlich gar keine. Oh, mein Open Fuß. Ja, die Dinger sind so selten. Nee, den Garten wollten wir noch nicht, ne? Nein, das machen wir ja später. Wir hauen erstmal dem General auf den Kopf. Den mag ich sowieso nicht. Nee, der spuckt immer so große Töne. Ja, so. Ja. Und so Protzer, das ist ja nicht so meins, ne? Also wenn hier einer der Beste ist, dann sind wir das ja wohl. Nee, aber hallo. Das ist ja wohl ein ganz eindeutiges Ding, oder? Aber sowas von. Einfach mal sagen. Alter, ist jetzt mal gut hier? Wer blitzt hier eigentlich rum? Der hat mir aber ganz schön auf die Mütze gegeben hier. Oh, hier ist auch etwas Böses. Oh ja. Doch nicht. Nee, so ein Fluch ist da meistens sehr hilfreich. Ach, du fluchst hier rum? Ja. Das ist ja doch nicht jugendfrei, wenn du hier rumfluchst. Ich glaube, der ein oder andere unter 18-Jährige kennt bessere Flüche als ich. Ja, okay, wahrscheinlich, ja. Davon ist auszugehen. Ja. Wenn sich jetzt jemand auf die Füße getreten fühlt. Ja, die blitzen hier, ne? Geht ja aber so gar nicht. Ah, die kommen aber auch in Massen, ne? Oh, ich bin aufgestiegen. Das ist doch mal schick. Das machst du schön mit dem Feuer, ne? Also ich ich kann das. Also ist ja wie angrillen sozusagen. Ist das so ein bisschen auch wie auf dem Jahrmarkt irgendwie so? Hier müsste so gleich doch irgendwie. Ja, hier ist gleich der Bossige. Genau. Hier sozusagen, da ist er ja schon. Ja, komm, Buschi, komm. Auf die Backen. Oh, au, 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 au. Lass das. Ich mag das nicht. Kriegst du gleich mal Chaos-Schaden, Bursche. Und wieder haut der mir auf die Backen, ne? Komisch, ne? Ich weiß gar nicht. Kann ja wohl echt nicht angehen. Oh, yo. Ein Schnipper. Den nehmen wir gleich mal mit. Oh, schöne Ansage, die er gerade macht. Hab echt wie auf der Mütze gekriegt, so ein bisschen. Ja. So, wir sollten auch mal hier die Seiten abgucken. Hier unten die Treppe runter, würde ich sagen. Ja, gerne. Bin schon da. Jojo, alles gut. Hatte nur eben noch schnell was gegessen. Irgendeine Ausrede findest du ja hier ist ja gar nichts, ne? Ah, hier, guck mal da. Oh. Hätten wir sonst übersehen. Oh. Lightning Storm.
Ja, ja, aber nicht mit mir, habe ich keinen Bock drauf. Man hat immer ein bisschen Zeit, ne? Also das ist gar nicht schlecht. Eine Axt mit 6. Oh. Ich nehme ja alles mit. Ja, ja. Alles, was umsonst ist. Oh, da ist ja noch Tag, eine Kiste. Herr. So, hier sind wir durch. Genau, das haben wir so ziemlich alles. Können wir nochmal oben durchs Zelt durch? Da müssen wir sowieso lang. Da hinten ist ja die Pyramide sozusagen. Genau, in der Pyramide, da ist nämlich Piety. Ja. So war das, genau. Ich glaube, die Reihenfolge ist auch ziemlich egal. Ja, die ist wurscht. Soweit ich mich erinnere, ist die egal. Ja, meine ich nämlich auch. Hier geht's nicht durch. Oh, das ist ja blöd. Aber kannst du mal sehen, wie snobistisch dieser General gelebt hat? Ich mag den halt nicht. Das ist so der erklärte Erzfeind in dem Spiel. Ja, wenn ich dann Langeweile hab, dann mache ich das jedes Mal. Dann renne ich dahin, porte mich dahin und töte den. Das ist einfach so ein Muss. Ach so, ist das auch so. Ja, 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 ja. Oh, was mache ich denn heute? Ach, ich töte den General nochmal. Wo bist denn du eigentlich? Ich sehe dich gar nicht. Ich habe hier gerade so ein bisschen... Du bist schon viel weiter als ich, kann das sein? Wo bin ich? Ja, will ich jetzt nicht bestreiten. Ah, da sehe ich dich gerade. Auf der Map, so 3 Meilen weiter. Da bist du. Du hast hier schon aufgeräumt, kann das sein? Ja, ich habe mal ein bisschen Platz gemacht. Weil es ja in letzter Zeit auch immer ein bisschen eng ist auf der Map. Ach so, ja. Mhm. Ne? So mhm. Mit den ganzen... Diese Hexenzauberer, irgendwas Dings und Bumses, die mag ich nicht. Obwohl die diesmal noch gehen irgendwie. Also die waren irgendwie schlimmer am ersten Durchgang. Ja. So, oh, ich kann hier in einer Tour kann ich hier meine Gems leveln. Total verrückt, echt. Aber in einem Durchlauf. Hier blitzt auch wieder einer rum, ne? Kann ich ja gar nicht drauf. Wir sind hier doch nicht bei Man in Black, dass man uns blitzdingsen muss. Was haben wir gestern noch gemacht? Gestern? Hallo? Das ist schon viel zu lange her, als dass ich mich daran erinnern könnte. So, oh. Jawohl, ja, da sind wir ja. Das gedacht. Welche Überraschung. Lunaris-Tempel, Level 1. Und der ist nämlich recht groß. So ja, war das. So war das. Wo bist denn du? Oh, ich weiß gar nicht. Ich habe mal geklickt, aber er hat nicht. Ach so, ich wundere mich gerade. Genau, der ist hier oben noch so schön aufgeräumt und dann wird das immer... chaotischer. Oh, hier sehe ich schon was gleich, was für uns. Oh, Vaga. Vaga nun einmal so ein... Oh, mir das, ich habe so einen blauen Kringel. Was ist das? Power, ich hatte einen Power Charge. Nur nicht schnell. Hey. Wie bin ich denn da dran gekommen? Keine Ahnung. Ja, soll ich hier anklopfen? Ja, mach doch ruhig. Das sind lauter Zauberer. Deshalb habe ich ja gesagt, ich gehe dann mal erstmal. Eieieiei, Hallöche. Der macht aber. Macht aber böse Aua, der Bursche. So, für jeden eine. Oh, das ist doch schön. Welche hättest du denn gern? Ich nehme einfach mal diese. Ich habe blindlings eine genommen. Wer macht denn hier die ganzen Untoten? Welcher Lump? Also ich war es nicht. Oh, Wagen. Wer war denn noch? Ach. Ja, der Schwertmeister. Na gut. Was man hat, hat man. Prügeln wir uns mit ihm. Das war doch so, ne? Ja, genau.
Komischerweise muss man bei dem immer zweimal runterlaufen. Und diesmal hat er auch noch Kumpels dabei. Oh, das hatte ich noch nicht. Nee, ich auch nicht. Also alleine wahrscheinlich, aber weil wir zu zweit unterwegs sind. Naja, Level 4 ist er bei mir. Bei mir auch. Hast du gerade eben, haust du gerade wie so ein Verrückter auf die Tastatur? Ja. Ach, Heidi Backen. Du warst schlecht. Aber volles Programm. Also ich habe auch wieder jetzt einstecken müssen. Ziemlich gut. Aha. Und da musst du dann ja immer, ne? Ja, ich hörte nur so, wie du die ganze Zeit auf die... Hochkonzentriert. So, auch wirklich hochkonzentriert. Also, so staccato-mäßig auf der Tastatur rumgeklappt hast. Ja, das tut man nicht alles für Überleben. Überleben ist ja auch wichtig. Ja. Ach, Jungs, muss das sein? Tut das Not? Da muss ja irgendwo so ein Zauberass sein. Ja, hier, der hier da, unter dem. Oh, hat der gleich noch so einer. So. Tschüss. Ach, da ist er noch. Ja, so. Da. Oh. Hallöchen. Und gleich mit Chaos-Schaden. Obwohl, das ging. Das habe ich gut abgekriegt. Ja. So. Ich will mal eben meinen Aufstieg schnell den Punkt vergeben. Ja, mach mal. 12% Evasion. Apply. So. Das brauchen wir auch. Aber dringendst. Ich muss da echt nochmal mit deinem Helm und dem Purity of Elements rumspielen. Ich habe im Übrigen, habe ich jetzt mal 5 Legends eingetauscht. Legends. Und habe dafür einen Helm als Legend bekommen. Fand ich jetzt eher... Naja. Aber der fällt mir gerade ein, der könnte sogar glatt was für dich sein. Also ich habe ja so mit, also mit den Legends, ich finde die ja gut, ne? Ja. Eigentlich. Aber das sind eigentlich nur Sammelobjekte, weil meistens haben die irgendeinen fiesen, blöden. Ja. Und deswegen kannst du sie nicht richtig einsetzen. Was ist hier denn los? Ich muss da mal eben raus. Gar nicht. Die haben nämlich eine ganz blöde Farbe, wie ich finde. Blau. Oh, ich hab schon wieder Power Charge. Ja. Krass. Krasse Sache das. Gut, okay, das muss jetzt gerade ein Vorteil des neuen Skillens gewesen sein. Ja. Ich glaube, könnte sein, dass ich da irgendwie sowas gemacht habe. Gut, okay, dafür sterbe ich jetzt häufiger. Naja, man. Kann man so und so sehen. Ja, wie immer, ne? Wollen wir nicht hier nochmal? So. Oh ja, warte, ich bin. Ich komme. Nee, aber brauchst nicht, weil das haben wir schon. Ist eh nix. Nee. Lülü, hallo, jemand zu Hause? Oh, ich geh mal hier durch die Tür. Ach, scheiße. Ja, der ist auch nicht nett, der Bursche. Oh. Aber der zieht mich ran, der Hund, ne? Er hat mich getötet. 3-2 für dich. Ja, noch bin ich nicht hier raus. Der hat mich rangezogen und getötet, der Hund, ne? Nicht... Ja. Nicht sonderlich nett. So. Hast du ihn weg? Ja, ich habe ihn weg. Soll ich ein Portal aufmachen? Oh, nee, ich bin gleich da. Ich bin nur gerade dabei. Wo ist denn jetzt hier mein Zauber, den ich dahin haben wollte? Also der hat mich auch rangezogen und ja, dann ging das schlagartig bergab. Ja, das habe ich auch so. Aber bei mir war es dann zu spät. Ich konnte dann habe ich wieder ganz hektisch die Lebensenergiefläschchen gedrückt und dann habe ich ihn dann noch so... Ich glaube, also das war jetzt ein Bruchteil einer Sekunde, wer zuerst tot war. Heute ist irgendwie unser Sterbetag, kann das sein? Ja, aber hallo. Und ich sag noch ganz groß, schnauzig jemand zu Hause. Ja, was? Das siehst du mir jetzt in die Klappe, wenn wir irgendwo reingehen. Ja, aber hallo. Ich werde mich zurückhalten. Ganz dezent. Sag mal, wo bist du denn? Hallo? Irgendwie bin ich hier doch richtig. Oh, nee, wenn du jetzt, genau, jetzt läufst du auf mich zu.
Da bist du ja wieder. Jep, wieder da. Achso, da oben ist nichts, genau. Hier kommt man so schön über die ganzen Treppen und so laufen. Aber das Schlimme ist ja, das kostet ja auch immer gleich 15% EP, ne? Ja. Nett geht kann man, anders. Kann, ja, kann man immer nur hoffen, dass es so ziemlich am Anfang passiert und nicht am Ende. Irgendwie. Ja, am Ende ist dann immer blöd. Also hier sind, manche Viecher sehen ja auch hier ein bisschen fieser aus, als sie tatsächlich sind. Ja. Und hier, Vorsicht. Scheiße! Diese blauen Dinger auf dem Fußboden, die sind ganz schön scheiße. So. Oh, ist nichts mehr. Nee. Da ist noch was. Da war was. Tschüss. Dass die mal so im Weg stehen müssen. Oh, 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 oh. Da muss ich mal raus. Das macht nämlich Aua. So, hier ist frei. Ja, nanu. Ah, da müssen wir den Gang weiter, ne? Genau. Ja. Hier kann man auch noch mal hin. Hier, oh. komm mal hier dazu. Was ist hier los? Hier Stress. Oh ja, merkt das schon. Gar nicht mal wenig Stress. Ne. Wo ist da? Ist da noch irgendwo? Ne, das war's. Das war's jetzt. Das wird jetzt langsam sicher interessant, ne? Ja, liebe Zuschauer, ihr merkt, wir sind ein bisschen leiser als sonst. Es ist nicht mehr so entspannt wie sonst, dass man sagen könnte, so, ach ja, puh. Liegt gerade ein bisschen an der Anspannung. Ja. Also ich, mittlerweile, man könnte ja auch fast vermuten, ich tippe mal, dass die Macher von Path of Exile das mit Absicht gemacht haben. Weil sie uns zuschauen. Weil sie unser Let's Play gesehen haben, genau. Und haben gedacht, das geht gar nicht. Eieiei, aua. Prophecy complete. Ach, das ist okay. Da hast du aber hier, der hat aber wenigstens mal was fallen lassen hier. Auch wenn da wahrscheinlich nichts Brauchbares dazwischen ist, aber. Nee. Bin ich vollgepackt? Nee, kann das sein? Nee. Ich bin vollgepackt, sehe ich gerade. Das ist ein Ding. Ja, warte. Ich habe aber auch nichts. Doch, das kann ich entfernen. Nee, mehr Platz habe ich auch nicht. Also da kann ich jetzt auch nichts mehr reinkriegen. Ich weiß auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, wann hier das nächste Portal kommt. Wir könnten natürlich einfach mal kurz ein Portal. Mache ich einfach mal. Ja, soll ich sagen. Raus aus diesem fiesen Tempel für eine Sekunde. Mal das ständige Sterben vergessen. Ja, so in die Sonne vor allen Dingen auch wieder. Na, ja. Das ist ja auch mal wichtig. Tageslicht, ja genau. Vitamin B oder was, glaube ich. Ja, irgendein Vitamin halt. Ist hier eigentlich noch irgendwie was, wo man dann... Maramoa? Hast du ein Geschenk? Oh, Maramoa hat was zu verschenken. Oh, das hört sich doch mal gut an. Was schenkt sie uns dann? Ich nehme mal das. Goodbye, Maramoa. Was hat sie uns denn grundsätzlich zu schenken gehabt? Also mir hat sie eine Waffe, hat sie. Also bei mir hat sie jetzt einen Zauberstab, habe ich mir jetzt eingekassiert. Mal gucken, was sie für mich hat. Also ein Schild, weil ich das so brauche. Ein Degen, weil ich den so brauche. Also ich muss das jetzt mal so formulieren. Gebrauchen kann ich davon eigentlich gar nicht. Ja, ich weiß nicht, der Wand, den muss ich mir natürlich identifizieren, aber ich glaube nicht unbedingt, dass der so... Aber das mit den Geschenken, die man hier so bekommt, das hatten wir ja schon. Das ist mal ja, eher... Wir sind vom Level zu... Immer noch zu niedrig. Hast du bei Grigor hat auch ein Ausrufungszeichen jetzt, ne? Nee, okay, das wusste ich gar nicht. Es gibt Find Petey's Laboratory Kill her. Das ist, du kriegst eine Aufgabe von ihm. Ja, okay, alles klar. Was man hat, hat man, ne? Ja. Bist du schon durch? Ja. Nee, da nehme ich jetzt aber nichts mit. Wir werden noch ein Buch finden. So, tschüss.
Oh, was war das? Was Neues, was du da gemacht hast? Was jetzt? Diese komischen Pfeile da? Die habe ich nicht gesehen. Nö, die mache ich die ganze Zeit. Die sieht man noch nicht so. Ist mir aufgefallen. Waypoint. Da. Du meinst diese hier, ne? Nee, diese, das waren so weiße Glitterpfeile, die drei Stück, die so in verschiedene Richtungen gehen. Ach, das kann irgendeine Spezialfähigkeit von irgendeiner Ausrüstung sein. Keine Ahnung. Ja, ist es. Ich habe gerade mal geguckt, die kommen aus meinen Handschuhen irgendwie. So, dann sag mal, lieber Ernie, zeittechnisch könnten wir hier einen Break machen. Aha. Wir könnten aber natürlich auch noch weiterlaufen, aber das werden wir natürlich in 5 Minuten nicht schaffen, glaube ich. Nee, ich denke, dann wird sie auch ein bisschen sehr lang, die Folge, oder? Wie siehst du das? Wahrscheinlich auch. Ich glaube, also da sind bestimmt, ich glaube, hiernach kommt noch mindestens ein Richtig. Ja, dann würde ich sagen, ist das hier ein gelungener Zeitpunkt hier in diesem gruseligen Blutbad da in der näheren Umgebung, einfach mal zu sagen, es wird echt spannend. Also wir werden das ja hier mit Piety zu tun bekommen. Wir sind ja ein bisschen angeschlagen durch das totale Verskillen, was wir uns da eingebrockt haben. Oh ja. Ich glaube mal, das wird ein interessanter Bossfight. Also ich kann nur sagen, schaltet wieder ein, seid nächstes Mal wieder dabei. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen dieser fiesen Folge. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich sag nur 2-3. Ja, nein, also wir schauen mal, was beim nächsten Mal passiert. Ich bin auch sehr gespannt, wie wir mit unserer Skillung da jetzt klarkommen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und sage mal bis denn dann. Tschüss. It was there. In the void between worlds, where the seeds of creation swirled before my eyes. It was there that I truly awoke. And potential. Verdant canopies that shroud the world in darkness. Colossal caverns, vast and silent. Fields of dancing flames that never rest. Mountain peaks perched on a meadow of clouds. Itself, mine to bend, break, and reshape. My crowning achievement, my Atlas of Worlds.